Da sind wir. Das hier ist der Baselight. Den könnt ihr ganz einfach unter Google Baselight eingeben und findet gleich im ersten Link die Seite, auf der ihr das auch letztendlich runterladen könnt. Hier ist es. Wenn ihr das getan habt, dann ist das hier das Programm. Da könnt ihr erstmal connecten. Und ihr seht, das ist noch die Einstellung von meinem Hexacopter. Hier gehe ich jetzt erstmal auf Konfiguration, stelle das Ganze auf den Copter um, den ich habe. In dem Moment hier ein Quad. Ich möchte den nicht so fliegen, sondern ich will den letztendlich so fliegen, dass ich nach vorne raus die Sicht für das FPV-System später noch habe. So, habe ich das eingestellt, gehe ich erstmal auf Speichern. Hier seht ihr, wird rebootet und ist jetzt wieder fertig. In den Setups findet ihr Kalibrierungsmöglichkeiten, die sollten regelmäßig vorgenommen werden, die beiden hier. Dann haben wir hier das Pit-Tuning, das ist, würde ich sagen, erstmal die fortgeschrittene Variante, weil ihr hier einstellen könnt, wie sensibel der Stick letztendlich auf eure Eingabe reagieren soll. Der Receiver. Jo, hier momentan noch nichts zu sehen, weil ich meine Macht noch nicht anhabe. Und ich muss den Copter nochmal mit Saft. So. Jetzt haben wir hier auch die Ausschläge. Genau. Das sind letztendlich Roll, Pitch, Jaw, Throttle. Haben wir hier noch weitere? Na, da ist es, genau. Weitere Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar sind es die ganzen Kippschalter, die wir an der Fernbedienung haben. Ich habe es mir so eingestellt, dass ich auf dem hier. Na, jetzt macht das. Kann ich einstellen, hier bin ich im Akro-Modus. Hier bin ich im Angle. Im Horizon und hier im Angle. Wenn man es so definieren möchte, das ist leicht, mittel und der schwere Modi. Im leichten ist es so, dass der Copter, je stärker ihr lenkt, immer noch auf der Horizontalen bleibt. Das heißt, er will nicht irgendeinen Looping oder einen Flip machen. Wenn ihr im Horizon-Mode seid, dann will er sich nur noch horizontal fangen, aber wenn ihr über einem gewissen Punkt hinausgeht, fängt er dann an zu flippen und gar keine Hilfe habt ihr, wenn ihr letztendlich im Akro-Modus fliegt. Ja, auf dem Einschalter hier habe ich dann noch meinen Arm und den Barrow gelegt. So, und hier seht ihr Servos, habe ich an dem Copter nicht, GPS ebenfalls nicht, dann findet ihr weitere Einstellungsmöglichkeiten. Hier könnt ihr den Motor testen, es wird darauf hingewiesen, dass alle Propeller bitte entfernt werden und ich glaube, das wollt ihr auch nicht, dass da euch irgendwas um die Ohren fliegt. Wenn ihr nämlich hier den Check macht, könnt ihr die Motoren schon mal Probe laufen lassen. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir noch alle möglichen Daten. Das seht ihr jetzt, wenn ich den FC, den Flight Control, etwas bewege. Da haben wir den Gyro, die Beschleunigung, den Magnetometer. Ja. Und hier gibt es noch eine Kategorie, beziehungsweise zwei, mit denen ich mich dato noch gar nicht auskenne. Aber ich denke, das kommt noch. Ja. Was machen wir? Wir gucken uns die Konfiguration an. Hier finden wir auch das Schema, nach dem die Rotoren laufen müssen. Wir sehen hier, 1 ist rechts unten und geht dann in einem umgekehrten N nach links oben. Daran orientieren wir uns, denn so werden wir die Stecker auch belegen. Sprich, wenn wir
den Flight Control sehen. Hatte ich ja vorhin schon angedeutet, arbeiten wir uns in eine Richtung durch und das hier ist der erste Steckerplatz und dann weiter nach links kommt der zweite, der dritte und der vierte. Haben wir das getan? Können wir das Ganze testen, indem wir einen Propeller einfach nur oben drauf legen und den Motor etwas hochdrehen lassen. Durch die Reibung wird der Rotor leicht mitgenommen und man sieht deutlich, in welche Richtung der Propeller läuft. Sollte der in die falsche Richtung drehen, nehmt ihr einfach ein Kabel vom ESC und tauscht das mit dem anderen. Das ist echt Schnuppe, welches Kabel das ist. Dann dreht er in die andere Richtung. Und wenn wir das alles soweit haben, steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Nachdem wir am PC die NACE eingestellt haben, müssen wir sie jetzt noch richtig verbauen. Da habe ich mir hierfür eine kleine Montageplatte aus 3 mm MDF-Platte ausgeschnitten. Da habe ich hier die Maße übertragen, habe dann mir das Lochmaß von der NACE genommen, habe das in die Mitte eingesetzt, das Ganze mit Distanzhaltern versehen und festgeschraubt. Dann sieht das ungefähr so aus. Hierfür werde ich jetzt die kleinen Schrauben, die ich schon hier reingesteckt habe, benutzen, um sie mit dem Rahmen zu verbinden. Denn die setzen sich hier gut ein. Dabei müssen wir darauf achten, dass wir hier das kleine Dreieck auf der NACE nach vorne setzen, denn das ist unsere Flugrichtung. So, das heißt, das hier ist mein hinten, das hier ist mein vorne. Deswegen kommt die so reingebaut. Fest ist sie. Dann müssen wir noch gerade das Ganze richtig verkabeln. Das bedeutet, the drum. Soweit haben wir's. Als nächstes müssen wir noch die Kabel so ein bisschen verstecken, damit die hier passt das, aber hier sollten wir sie, wenn möglich, von den Propellern schützen. Wir haben die Propeller alle richtig rum angeschlossen. Ich habe die eben gerade noch mal schön festgezogen. Ich habe das ganze System zum Laufen gebracht und mit Strom versorgt. Es ist schon gekoppelt. Und jetzt sieht man. Gehen raus da. Das machen wir. Bis gleich. Es ist soweit. Heute nicht gerade beim besten Wetter, aber für einen Testflug sollte es reichen. Auf geht's.